Hi, willkommen zurück bei Stray, der achten Folge. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, als wir Doc und seinen Sohn wieder zusammengebracht haben. Und jetzt sind wir mit Momo unterwegs durch die Kanalisation. Und genau in dem Punkt machen wir jetzt weiter. Let's go. Sehr einladend aus. Da oben sind Zorgs. Aber schwimmen scheinen die nicht zu können. Lange hält das echt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel noch gehen wird, weil insgesamt soll es ja nur zwischen 6 und 10 Stunden gehen. Je nachdem. Aber ich denke mal, auf 10 Stunden werde ich nicht kommen. Ich weiß, wie lange es noch geht. Puff. All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Ja, denke ich auch. Du bist aber stark. Echt, ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Spider-Sau und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Oh Gott. Gleich kommen die Aliens. Ist das einladend hier? Sollte, glaube ich, nicht miauen, weil dann locke ich die ja nur an, oder? Kann ich auch da lang? Nein. Kann ich die auch platzen lassen? Nee. Aber die kann ich platzen lassen. Mal gucken, ob die aufgehen. Ja. Aber nur wenn ich nah rangehe. Wir rennen einfach durch. Alles cool? Ja. Ich will da lang. Hey. Echt gefährlich. Hier muss ich wahrscheinlich lang, oder? Deswegen gucke ich erstmal hier. Wo lang? Ich gehe erstmal da lang. Ah, Erinnerung. Schauen wir mal, wie viel es hier gibt. Die Kanalisation, ja, jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch, wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen.
Der Wissenschaftler zeigt ihm den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und könnten ein ganzes Gebäude fassen. Zwei gibt's hier unten, okay. Das ist echt riesig hier. Aber mehr ist hier nicht. Da warten sie schon alle auf mich. Also bin ich eh alle gleich zu mir kommt. Katze müsste man sein. Da sind wir zu weit weg. Mitgekriegt? Okay. Oh Gott. Ich wäre dafür, auf jeden Fall mir den Weg frei zu machen. Das sieht nämlich übel aus hier. Hey, was los? Der gemeine Viecher. Ist dunkel. Ich meine, ich könnte auch einfach vorbeilaufen, aber fetzt ja nicht. Und wenn ich schon eine Waffe jetzt gegen die habe, kann ich die ja natürlich auch einsetzen. Neblig. Der Lampe ist echt einfacher geworden. Oh, wartet mal, mal aufladen. Easy. Ich mach lieber mal den Raum sauber. Platz zu schön. Wieso soll ich sparsam mit der Waffe sein? Sie lädt sich ja immer wieder auf. Ich muss nur Cooldown beachten. Zack. Ich hab doch einmal frei. Kaputt. Alles kein Problem. Ich glaube, das war's. Oder habe ich noch was vergessen? Nö. So, jetzt kommen wir weiter. Wo lang? Ja.
Wenn wir zu den anderen Leuten wollen, müssen wir durch die Kanalisation gehen. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keinen Geruchssinn habe. Ja, arme Katze, die hat einen Geruchssinn. Aber warten wir nicht an. Wo geht's weiter? Stimmt irgendwo nach oben, oder? Stimmt. Aber da komme ich ja gar nicht hoch. Hier kann ich nicht springen. Hä? Verarscht ihr mich jetzt? Frech. Oder muss ich gar nicht hier rein? Anderen Weg gab es ja nicht, oder? Ich kann ja jetzt von oben, nee. Anderen Weg gab es nicht, oder komme ich hier runter? Nee, das ist zu hoch. Dann muss es da drinnen irgendwo weitergehen. Aber wo? Die Türen müssen doch hier irgendwie auf, oder? Hier kann ich nicht hochspringen. Es ist Control System. Bin ich blind oder bin ich blind? Oh. Oh. Könnte ich die ganze Zeit den Hebel übersehen? Definitiv blind. Sieht's aber auch aus, ey. Shirt Socks. Yep. Ja, so in einem Haufen könnt ihr immer kommen. Das sollte immer schnell weg. WTF sind das Augen? WTF? Wird das Spiel jetzt zum Horrorspiel oder was? Ab. Die Augen sind echt creepy. Mache ich die jetzt alle kaputt? Okay.
Oder laufe ich einfach durch? Naja, durchlaufen wird nichts. Blöden Augen. Okay, mit der Lampe ist das echt nicht schwer. Irgendwas Großes scheint hier unten zu sein. Der Zorg-Anführer, wa? Hier brauchst du gar nicht zu verstecken. Ey! Hallo! Was sind das eigentlich für creepy Augen hier, ey? Oh, die letzten beiden. Hoffe ich. So viel zu den letzten beiden. Ah ja. Es sind noch ein paar. Ich mach die mal alle kaputt, ich lasse die auf einmal von hinten auf einmal alle ankommen, ne? Weil dann werde ich ziemlich... am Sack. Oh. Ticken zu viel. Ah. Und ihr Augen seid echt hässlich. Darf ich nicht rein. Da lang oder da lang? Hier lang wird Sackgasse sein. Ja. Dann gehen wir hier lang. Oh, noch mehr Eier. Und zu Augen. Ihr seid nervig. Haha, ist eins ins Wasser gefallen. Was ist los? Ich hoffe, man bekommt doch eine Erklärung, was diese Zorgs überhaupt so richtig sind. Alter, hier gibt's ja tausende, Junge. Die Melodie ist gar nicht creepy. Huh.
alle weg. Ups. Das war frech. Aber da sind nochmal Vierer. Und dann dürfte es hier gewesen sein. Ah. Und jetzt wieder Hebel finden. Ah ne, da hinten muss ich hacken. Dann bin ich aber hier auf der Seite falsch. Dass die Katze hier mit dem Geruch klarkommt. Ich will nicht wissen, wie das hier stinkt, ey. Mach mal auf. Was ist jetzt passiert? Augen sind auf jeden Fall alle auf. Creepy. Habe ich nicht aufgepasst. Nee. Irgendwas Großes scheint hier noch zu sein. Aber die kommen nicht zu mir, okay? Irgendwie habe ich die ganze Zeit eins von hinten. Zeigen die mir, wo ich hin muss? Einmal im Kreis. Ach so, hier ist noch ein Schalter. Ah. Okay. Ich zieh. Ich hoffe, ihr habt alle mitgezählt, wie viele Zorks schon geplatzt sind. Hallo? Dem geht's nicht so gut. Diese Augen. Hier ist ein Pfeil nach rechts. Dafür, dass die Zorks Metall essen, sieht der eigentlich aber noch ziemlich gut aus, oder? Reden kann ich nicht. Gott, jetzt werden die Augen auch noch größer. Was ist hier passiert, ey, echt? Anführerauge, das große da, oder was? Thank you.
geht sie kaputt. Jetzt wird sie dauerhaft kaputt sein, die Waffe. Nein. Ich muss rennen. Ey, ey, übertreib's nicht. Oh, Sackgasse. Nein. Nee, das war's. Ich dachte, ich könnte da links eine Kurve laufen, aber... Nope. Nochmal. Ich hab meine schöne Lampe verloren. Ey! Da waren wir so schnell. Oh oh. Es war dunkel, ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Defluxor ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Wer hätte es gedacht? Gut, und wie wir hier durchkommen ohne unsere Waffe, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Stray. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker.